Aber wer sucht die Izzah? Wer sucht die Kraft? Wer sucht die Kraft? Wer sucht die Ehre im Islam? Glaub es mir, wofür Angst? Wovor? Kannst du mir mal sagen? Glaub es mir, wenn ich das sage, ich weiß das ganz genau. Dann sagen die, oh wei, vorsichtig. Wofür bist du hier? Wofür hast du die Moschee? Oder wenn du die Moschee zum Essen und Trinken hast, dann kannst du sie sowieso zumachen. Da brauchst du gar keine Angst haben, dass sie die Moschee zumachen. Wenn die Moschee da ist zum Essen, ich rede nicht von der Moschee allgemein, wenn du eine Moschee hast zum Essen und Trinken und um Akrika zu feiern, dann kannst du die Moschee zumachen, mach zu Hause dein Fest. Wenn du keine Dauer machen willst, wofür ist die Moschee da? Schau dir die Moschee vom Propheten a.s. an. Diese Moschee war ein Ort des Lernens. Guck mal, der Prophet a.s. Erst Institut in Medina, ein Haus zum Lernen. Erst Institut in Mekka, ein Haus zum Lernen. Wo ist hier das Haus zum Lernen? Selten. Kaum, dass du es findest. Welchen Imam von einer Moschee findest du, von 2500 Moscheen, der hier in Deutschland eine Imam-Ausbildung gemacht hat? Ich glaube noch keinen. Vielleicht. Doch, es gibt einige bei, von uns sozusagen, ja. Aber ich meine jetzt mal, das ist in letzter Zeit passiert. Aber das sind 40, 50 Jahre Islam in Deutschland. Wenn du das sagst, dann sind die Leute noch beleidigt. Ihr sollt nicht beleidigt auf mich, ihr seid nicht sauer auf mich, seid sauer auf euch. Ich rede jetzt nicht von euch, sondern allgemein die Leute, die sauer auf mich sind. Wenn ich das sage, wo ist es? Wo? Wo ist die Anstrengung? Dann hast du Vereine, das ist so wie so, wie so eine geschlossene Gesellschaft in der Kneipe. Ja? In der Kneipe, weißt du, ist so eine geschlossene Gesellschaft, da kommt dann so ein, ich meine, Alhamdulillah, ihr wart wahrscheinlich schon in der Kneipe, sehr gut. Da ist dann so ein Schild, geschlossene Gesellschaft. Da sind an diesem Tisch oder in diesem Raum, sind nur bestimmte Leute. Da ist, wenn dann Dauer ist für Jugendliche, das nur für die Leute von unseren Mitgliedern. Koranunterricht, Arabischunterricht, Islamunterricht, für unsere Mitglieder. Für die Kinder von unseren Mitgliedern. Subhanallah, man muss auf die Straße gehen. Die Leute einladen.